Klassenbildung, der Podcast. Hi und herzlich willkommen zurück zum Klassenbildungspodcast. Für alle, die uns schon kennen, für alle, die den Podcast noch nicht kennen, ich bin Sarah. Ich mache die Podcasts fürs revolutionäre Medienkollektiv Klassenbildung. Genau, und heute bin ich nicht alleine, sondern ich habe mir einen Gast mitgebracht, der sich auch gleich selber vorstellen wird. In diesem Podcast wollen wir über die Föderation Klassenkämpferischer Organisationen reden. Das ist eine Föderation deutscher Organisationen. Genau, und wir reden heute darüber, oder ich habe mir überlegt, dass es Sinn machen könnte, darüber zu reden, weil Föderation, glaube ich, ein Konzept ist, das in Deutschland gar nicht so bekannt ist, obwohl man das aus der ausländischen revolutionären und kommunistischen Bewegung durchaus kennt und ich das deshalb relativ interessant finde. Genau, außerdem sind das alles 4 Organisationen, die in Deutschland politische Arbeit machen, wo es sich ja interessant ist, sich anzuhören, was sie so zu sagen haben. Genau, vielleicht wird sich jetzt mein Gast einfach mal vorstellen. Genau, erstmal danke für die Einladung, dass wir das heute gemeinsam aufnehmen können. Mein Name ist Nils, ich bin Teil der Föderation Klassenkämpferische Organisation und dort auch seit unserem letzten Kongress Teil des Föderationsrates. Okay, es gibt ja sicher noch ein paar Zuhörerinnen, die die Föderation jetzt gar nicht kennen. Genau, dementsprechend würde ich vorschlagen, erstmal so ein bisschen darüber an sich zu quatschen. Also was ist eine Föderation? Genau, aber vielleicht auch, was ist die Föderation, die ihr jetzt gegründet habt? Genau, du hast es schon gesagt, in der ausländischen revolutionären Bewegung ist das ein bisschen bekannter, hier in Deutschland noch nicht so. Hier kann man ja vor allen Dingen Bündnisse oder Strukturen, die zwar irgendwie bundesweit aktiv sind, aber nicht wirklich fest vernetzt. Das ist bei uns ein bisschen anders. Genau, also es ist auch erstmal ein Zusammenschluss verschiedener Organisationen, wo zwar auch die selbstständige Arbeitsweise der verschiedenen Gruppen und auch die eigenen Leitungen dieser Gruppen erhalten bleiben, aber genau trotzdem eine sehr große Verbindlichkeit zwischen diesen Gruppen herrscht. Bei uns ist das konkret so, dass wir uns als klassenkämpferische Organisation, wie der Name schon sagt, zusammengeschlossen haben, da wir natürlich auch ein bestimmtes Ziel haben, nämlich den Wiederaufbau einer klassenkämpferischen Arbeiterinnenbewegung in Deutschland. Genau deswegen denken wir auch, dass diesen Zusammenschluss braucht und trotzdem auch verschiedene Gruppen, da unsere Klasse auch aus verschiedenen, ja, also Leute aus unserer Klasse halt eben verschieden aufgestellt sind, also Jugendliche, Frauen, ArbeiterInnen, also Leute, die im Betrieb arbeiten gehen. Genau, da denken wir, braucht es halt verschiedene Ansätze, um sie zu erreichen und gemeinsam aktiv zu werden. Genau, aber letzten Endes wollen wir halt eben das gleiche Ziel verfolgen. Daher denken wir, brauchen wir auch eine verbindliche Arbeit und auch eine tiefgehende politische Übereinstimmung, wenn wir halt eben dieses Ziel erreichen wollen. Okay, dann wäre, glaube ich, meine nächste Frage, oder denke ich, dass es vielleicht ein bisschen interessant wäre, sich die einzelnen Organisationen zumindest ganz kurz anzugucken. Vielleicht kannst du das so in 1-2 Sätzen anreißen, genau, was die einzelnen Orgas so machen. Bisher setzen wir uns zusammen aus 4 verschiedenen Organisationen, der Internationalen Jugend, dem Solidaritätsnetzwerk, dem Frauenkollektiv und Betriebskampf. Die Internationale Jugend ist dabei die älteste Organisation in der Föderation. Ist 2017 entstanden aus antifaschistischen Jugendprotesten, damals gegen den Bundesparteitag der AfD in Köln. Genau danach wurde sich aber entschieden, dass man noch viel breiter aktiv werden möchte, gegen die Missstände der Gesellschaft an sich aktiv werden will. Und hat sich halt deswegen zu einer klassenkämpferischen Jugendorganisation weiterentwickelt, um halt den Jugend als einerseits besonders aktiven, andererseits auch besonders unterdrückten Teil der Klasse zu organisieren. Und genau, vor allen Dingen wird das dort an Schulen gemacht, also ein Ort, an dem Jugendliche tagtäglich zusammenkommen. Das Solidaritätsnetzwerk ist eine Stadtteilorganisation, die das Ziel hat, ArbeiterInnen hauptsächlich in ihren Vierteln zu organisieren und das vor allen Dingen anhand ihrer eigenen Probleme, also zum Beispiel Stress mit dem Vermieter, so ganz klassisch. Genau, das Ganze nicht so wie das Sozialarbeiter machen, sondern es geht darum, dass man dort gemeinsam aktiv wird und Kämpfe gemeinsam führt. Genau, also sozusagen Klassenkampf statt Sozialarbeit. Dabei geht es aber auch natürlich um vieles weiteres als nur Mietenkampf. Also es gab zum Beispiel dort schon Kampagnen gegen Probleme mit dem Arbeitsamt, Abzug von Unternehmen, aber auch Unterstützung von Kämpfen in Betrieben. Das Frauenkollektiv ist, wie der Name schon sagt, eine Frauenorganisation. Denken, dass das notwendig ist, wegen der besonderen Ausbeutung und Unterdrückung, die Frauen in unserer Gesellschaft erfahren. Das spielt natürlich auch in unserer Bewegung eine Rolle. Deswegen geht es natürlich einerseits viel um Frauenkampf im Speziellen, also der Kampf gegen patriarchale Gewalt, Sexismus und unbezahlte Reproduktionsarbeit. Aber natürlich beschränkt es sich nicht darauf, sondern dort sollen Frauen generell aktiv werden und ja, letztlich besonders entwickelt werden durch eine allseitige politische Arbeit im Kampf für den Sozialismus. Genauso beschäftigen sich natürlich auch die anderen Gruppen mit dem Patriarchat und dem Kampf dagegen.
Betriebskampf ist bisher die jüngste Organisation innerhalb der Föderation. Vielleicht auch die, von der man vielleicht noch am wenigsten gehört hat, von der man aber bald hoffentlich noch sehr viel mehr hören wird. Betriebe haben für uns als ArbeiterInnenbewegung natürlich eine sehr hohe Bedeutung. Gleichzeitig sehen wir heute, dass man gerade dort besonders schlecht aufgestellt ist. Die meisten Leute, die sich noch Klassenkampf im Betrieb auf die Fahne schreiben, arbeiten oft innerhalb der gelben Gewerkschaften. Das denken wir ist keine reale Option. Wir denken, dass dort innerhalb dieser Organisation keine eigenständigen Kämpfe geführt werden können. Genau deswegen denken wir, dass dort eine eigene Organisation braucht. Dabei geht es auch nicht einfach darum, dass wir jetzt dieses oder jenes historische Konzept eins zu eins kopieren können, sondern genau eigene Wege letztendlich finden müssen, wie wir heute Kämpfe in den Betrieb führen können. Dabei ist Betriebskampf letztlich ein Netzwerk zwischen verschiedenen klassenkämpferischen ArbeiterInnen in den Betrieben. Ja, ich glaube, das war jetzt einmal so der Rundumschlag für die verschiedenen Organisationen. Es ist, glaube ich, ganz gut, das einmal so zusammengefasst zu haben, dass die Leute sich ein bisschen was darunter vorstellen können. Ich glaube, wenn euch das halt mehr interessiert als nur das, dann könnt ihr euch später die einzelnen Websites und so von den Orgas angucken. Da steht auf jeden Fall noch einiges mehr dazu. Ansonsten wäre vielleicht noch so ein bisschen interessant, darüber zu reden, okay, ihr seid bundesweit aufgestellt, aber was heißt das eigentlich? Also in wie vielen Städten ist man so aktiv? Wie viele Ortsgruppen hat man vielleicht? Irgendwie so um den Dreh. Genau, wir sind gerade bundesweit in 8 Städten aktiv, in vielen verschiedenen Regionen in Deutschland, also bis jetzt zum Beispiel in Berlin, Frankfurt, Freiburg, Hagen, Köln, Leipzig, im Ruhrgebiet rund um Essen und in Wuppertal. Letztlich, genau, wird das auf jeden Fall immer mehr und natürlich können sich auch Leute, die gerade nicht innerhalb dieser Städte wohnen, sich bei uns melden. Genau, und dann werden wir schon Wege finden, wie wir einen gemeinsamen Weg gehen können. Okay, cool. Dann, ja, lass mich kurz nachdenken. Ich glaube, was man noch machen könnte auf jeden Fall oder worüber man noch reden könnte, bevor wir so zur Arbeit im letzten Jahr kommen, ist halt so diese Frage, wie kam es überhaupt dazu, eine Föderation zu gründen? Haben wir ja eben schon ein bisschen gehört, aber vielleicht kann man es noch ausführen. Genau, oder vielleicht was über die gemeinsame Geschichte erzählen, die Orgas so haben. Man hat sich ja nicht einfach so aus dem Nichts entschieden, dass man das zusammen machen will. Genau, ich glaube, sowas könnte irgendwie noch ganz cool sein zu wissen oder das vielleicht zu verstehen. Genau, als Föderation sind wir jetzt gerade etwas über ein Jahr alt, aber die einzelnen Gruppen innerhalb der Föderation sind natürlich schon etwas älter und wie du schon gesagt hast, haben teilweise auch eine gemeinsame Geschichte, also dass halt Gruppen auch teilweise mehr oder weniger auseinander hervorgegangen sind, also es gab schon vorher viel Austausch unter den Leuten, die dort aktiv waren. Genau, und vorher halt auch schon viel Zusammenarbeit in unterschiedlicher Ausprägung, also gemeinsame Kampagnen, die man gemacht hat, das gab es auch schon vorher. Genau, und letztlich verbindet uns vor allen Dingen halt ein gemeinsames Ziel, also dass wir eine starke Arbeiterinnenbewegung aufbauen wollen als Teil des Kampfes für den Sozialismus. Genau, dafür wollen wir halt eben alle Teile unserer Klasse organisieren, dabei eben die Unterschiede und Besonderheiten beachten, aber gleichzeitig letztlich zusammen, ja, sozusagen zuzuschlagen. Und deswegen denken wir, brauchen wir halt auch diese größere gemeinsame Organisation und auch eine gemeinsame Weltanschauung, die wir halt auch in der Diskussion miteinander innerhalb der Föderation entwickeln. Genau, und halt miteinander wachsen und Erfahrungen austauschen können, die man sonst vielleicht auch nicht unbedingt machen würde, wenn man hauptsächlich in einer Jugendorganisation oder in einer Stadtteilorganisation sind, sondern dass wir durch die Föderation eben auch die Möglichkeit haben, all diese Erfahrungen zusammenzubringen und dadurch weiterzukommen. Okay, dann kommen wir jetzt, glaube ich, ein bisschen noch zum, naja, vielleicht spannenderen Teil oder aktuelleren Teil, und zwar, was ihr eigentlich so für Arbeit macht. Also ich glaube, du hast jetzt ganz gut erläutert, okay, in welche Richtungen gehen quasi die verschiedenen Gruppen, was sind die Schwerpunkte und auch hier und da mal angerissen, was für Kampagnen vielleicht schon gab. Aber jetzt würde ich es nochmal ein bisschen konkreter machen wollen, also irgendwie zusammenfassen, was man eigentlich so im letzten Jahr gemacht hat. Kongress haben wir schon gehört, kommen wir dann später nochmal zu. Genau, also seit Anfang an konnten wir halt eine sehr hohe Aktivität als Föderation entwickeln und haben verschiedene Kampagnen gemeinsam auf die Beine gestellt. Zu Anfang war das zum Beispiel eine Kampagne gegen den G7-Gipfel, der dort in Bayern stattgefunden hat, wo wir eine Vortragsreihe bundesweit hatten und auch bundesweit zu den Protesten organisiert haben. Zum Ende des 9-Euro-Tickets hin haben wir eine Kampagne für kostenlosen Nahverkehr organisiert und auch zu Themen wie den Teuerungen und Krieg haben wir viele verschiedene Aktionen organisiert. Unter anderem haben wir jetzt eine ganze Zeit lang monatlich oder zwischendurch sogar wöchentlich Montagsaktionen durchgeführt in den Stadtteilen, wo wir aktiv
sind und dort halt eben unsere Position viel unter die Leute gebracht. Ansonsten haben wir neben diesen gemeinsamen Kampagnen auch gemeinsame Kampftage als Föderation festgelegt. Unter anderem ist das der 1. Mai als internationaler Kampftag der Arbeiterinnenklasse, der 8. März der Frauenkampftag, der Antikriegstag und der Jahrestag vom Stonewall Riot, der auch jetzt kürzlich war, wo wir auch wieder bundesweit auf der Straße waren. Genau, und dazu gibt es natürlich noch eine ganze Reihe von regionaler und lokaler Zusammenarbeit in Gruppen zu Themen, die dort halt eben eine Rolle spielen, die halt neben den bundesweiten Kampagnen ja, stattfinden. Okay, wir haben jetzt halt gerade auch schon so ein bisschen rausgehört, ihr seid jetzt ungefähr seit einem Jahr als Föderation zusammengeschlossen. Vielleicht könnten wir uns auch überlegen, quasi so ein bisschen anzuschauen, wie sich die Arbeit seitdem verändert hat. Also wir haben jetzt gehört, was ihr quasi alles so gemacht habt seitdem gemeinsam. Aber die Arbeit hat sich ja vielleicht auch in einem gewissen Maße geändert, nachdem man sich enger zusammengeschlossen hat. Ja, vielleicht kannst du was darüber erzählen. Ich denke, wir haben gemerkt, dass wir innerhalb von diesem Jahres schon sehr stark zusammengewachsen sind als verschiedene Organisationen. Also auch auf den zweiten Kongress, den wir jetzt kürzlich hatten, hat man schon eine sehr große Einheit gesehen und auch eine Klarheit darüber, dass wir mit der Gründung der Föderation eben einen sehr richtigen Schritt gegangen sind. Wir haben durch diese Vernetzung eine sehr große Stärkung untereinander erfahren, was einerseits natürlich durch den Erfahrungsaustausch gegeben ist, den ich vorhin erwähnt habe. Genauso, dass man halt einfach auch organisatorisch eben dieses Gerüst hat, was einem die Zusammenarbeit erleichtert und auch eine klare politische Linie, die einen verbindet, was einfach die Zusammenarbeit sehr stark erleichtert und durch die bundesweite Arbeit in vielen Städten, wo vielleicht auch nicht jede Organisation aktiv sind, hinaus natürlich sehr viel Motivation gibt und natürlich auch die Schlagkraft der Proteste letztlich erhöht. Okay, also ich glaube, wir haben jetzt schon einige Komplexe abgearbeitet. Wir haben jetzt ein bisschen was von der Arbeit im letzten Jahr gehört. Wir haben irgendwie eine Selbstvorstellung gehört. Jetzt würde ich noch zum Kongress, glaube ich, kommen. Ich glaube, auch Kongresse, das kennen, glaube ich, ein bisschen mehr Leute als Föderation an sich, weil Kongresse haben ja mehr oder weniger alle möglichen Organisationen. Trotzdem, glaube ich, gibt es auch immer noch Leute, die halt nicht organisiert sind, für die vielleicht auch interessant ist zu verstehen, was sind eigentlich Kongresse, wie ist das eigentlich, da dabei zu sein, was macht man da und so. Ich glaube, das quasi einzuführen, bevor man über die konkreten Inhalte redet, wäre ganz smart. Kongress ist ein sehr wichtiges Ereignis für uns. Das ist eben letztlich das höchste Organ, das wir haben, also wo die weitestgehenden Entscheidungen getroffen werden und letztlich eben die strategische Ausrichtung für die Arbeit in den nächsten Jahren von uns festgelegt wird. Das sieht dann so aus, dass es aus allen Ortsgruppen von uns Delegierte gibt, die dort abstimmungsberechtigt sind, aber wir wollen dort auch alle Leute an der Diskussion beteiligen, um halt möglichst große Einheit zu erzielen und möglichst viele Erfahrungen einzubringen. Dabei geht es dann unter anderem um die Auswertung der vergangenen Arbeit, die Einschätzung der aktuellen politischen Lage und vor allen Dingen auf dieser Grundlage um die kommenden Aufgaben und letztlich auch um die Wahl des Föderationsrates. Also der Föderationsrat setzt sich das Gremium, was die Arbeit zwischen den Kongressen dann eben leitet. Der Kongress war von einer sehr entschlossenen Stimmung bestimmt. Es gab auch eine Demonstration durch den Stadtteil, wo der Kongress stattgefunden hat. Allgemein kann man sagen, dass er sehr von Kollektivität geprägt war. Du meinst ja, Kongresse haben viele Organisationen und oft ist das auch ein bisschen negativ behaftet. Und man denkt so, oh, es gibt sehr viele Richtungskämpfe, die Leute streiten sich und es ist etwas sehr Bürokratisches. Kann man sagen, ist bei uns nicht so, sondern würde ich sagen, halt eher ja eben sehr kollektiv gestaltet. Also, dass man wirklich verbunden ist durch ein gemeinsames Ziel und dort eine sehr große Aufbruchsstimmung herrscht. Genau, es gab auch noch einen Kulturabend mit Beiträgen aus allen Städten von uns und eine sehr produktive Diskussion und auch sehr viel Solidarität untereinander, die man dort auch an diesem Wochenende erlebt hat. Okay, ich glaube, das konnte einen ganz guten Einblick geben, so generell, was Kongresse sind, aber vielleicht auch in euren Kongress. Was habt ihr denn da jetzt beschlossen? Also, was wollt ihr denn im nächsten Jahr so machen? Das ist, glaube ich, ja, wäre noch ganz cool. Was wir dort vor allen Dingen besprochen haben oder worum es einging, war unsere inhaltliche Weiterentwicklung. Im Kongress haben wir gemeinsame Föderationsstandpunkte verabschiedet, also verschiedene Grundlagen, auf denen wir halt inhaltlich arbeiten wollen. Zum Beispiel, wie die Gesellschaft aussieht, also der Sozialismus aussieht, wie die Lage unserer Klasse heute ist und wie wir eben zum Sozialismus hinkommen. Das wäre wahrscheinlich alles nochmal ein Podcast für sich, wenn wir das bald auffächern würden. Aber ich würde auf jeden Fall allen ans Herz legen, sich diese Standpunkte durchzulesen. Findet man auf unserer Webseite föderation-klassenkampf.org.
Ansonsten ging es halt in den Diskussionen auch um unsere internationalistische Perspektive gegen die aktuellen Kriegsvorbereitungen, genau die viel unsere kommende Arbeit bestimmen wird. Ansonsten gab es noch einige organisatorische Beschlüsse, zum Beispiel zur Bildungsarbeit für die verschiedenen Mitglieder, vor allen Dingen zum Patriarchat, dass dazu halt eben regelmäßige Bildungsarbeit diskutiert werden soll. Das ist erstmal grob zusammengefasst, glaube ich. Okay, also ich glaube, man hat jetzt einen ganz guten Überblick über das gesamte Thema bekommen. Trotzdem, falls ihr noch Fragen und so habt, könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Und der Kollege wird euch sicher jetzt auch gleich nochmal erzählen, wo ihr die Organisationen und so finden könnt. Das wäre auch, glaube ich, dann so meine letzte Frage, womit ich so zum Abschied kommen würde. Und zwar, ihr freut euch ja sicher, wenn Leute bei euch mitmachen wollen oder wenn das jetzt Interesse bei einigen Leuten geweckt hat. Dementsprechend, ja, kannst du, glaube ich, einfach die Frage nochmal beantworten. Wo findet man euch eigentlich? Genau, wie wird man aktiv? Ja, allgemein ist es so, dass alle Gruppen bei uns letztlich offene Gruppen sind. Also, dass wir eben das Ziel haben, dort möglichst viele Leute eben zu organisieren. Das heißt, dass Leute auch sehr niedrigschwellig dort einsteigen kann, also nicht unbedingt große Vorerfahrungen benötigen, sondern dass so ist, dass man uns einfach oder die Gruppen einfach ansprechen kann. Es dort meistens auch offene Treffen gibt oder Veranstaltungen, die man findet, die man einfach besuchen kann, sich mit Leuten unterhalten kann. Wenn das nicht möglich ist, weil man dort keine Zeit hat oder es in der Stadt gerade niemand von uns gibt, kann man uns auch anschreiben über unsere verschiedenen Kanäle. Auf den Social-Media-Plattformen findet man uns unter FKO Online. Ansonsten habe ich eben schon erwähnt, unsere Website föderation-klassenkampf.org. Genau dort findet man auch Verlinkungen auf die ganzen einzelnen Organisationen und Kontaktwege dahin. Genau dort kann man uns halt eben einfach anschreiben. Ansonsten denke ich, sehen wir uns auf der Straße. Alles klar, dann danke, dass du da warst. Und sonst für alle anderen, genau, ihr habt ja jetzt gehört, wie ihr euch da engagieren könnt. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann gilt dasselbe wie immer. Freuen wir uns darüber, wenn ihr ein Like da lasst, wenn ihr uns folgt, genau, damit ihr nichts verpasst. Und ansonsten bis zum nächsten Mal.